hallo aus dem schönen Ruanda. Mein Name ist Yannick. Ich mache einen internationalen Freiwilligendienst in Ruanda, um genau zu sein in Kigali. Und ich bin hier für ein Jahr. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie meine Reise lief, wie meine Ankunft verlief, was mein erster Eindruck hier ist und wie wir hier leben, was mein Projekt ist und genau. Wir sind am 15. August um 11.40 Uhr von Frankfurt Airport geflogen, sind über Istanbul geflogen, wo wir dort eine mehrstündige Aufenthalt hatten. Ich glaube, das war so in 2 Stunden ungefähr. Und vor dort sind wir dann weiter mit dem Flugzeug nach Kigali. Es war wunderschön gewesen, weil wir in Istanbul bei Sonnenuntergang geflogen sind und als wir dann über dem Meer waren, ging die Sonne dann direkt über dem Meer unter und wir sind auch direkt über Kairo geflogen, also die Stadt war dann von oben in der Nacht dann wunderschön beleuchtet, also der Flug war wunderschön. Wir hatten zusätzlich noch jeder einzelne eine Dreierreihe für sich, da in den letzten Reihen so viel frei war, konnte jeder sich ausbreiten und wir haben dann auch gut geschlafen, also war eine sehr, sehr angenehme Reise gewesen. Dann sind wir um kurz nach 12 dann in Kigali gelandet, haben uns dann ein Touristenvisum gekauft und wurden dann von dem noch derzeitigen Freiwilligen Philipp, der uns ja am 12. September verlassen wird, abgeholt. Genau, dort sind wir dann mit dem Auto in unsere Wohnung, wo wir jetzt gerade uns auch befinden. Und ja, dann haben wir uns am ersten Abend erstmal ein bisschen zusammengesetzt, ein bisschen geredet, die Taschen ausgepackt. Ehe es dann, glaube ich, um 3 war, sind wir dann schlafen gegangen. Also es war noch ein sehr langer Abend gewesen. Und ja, also unsere Wohnung, die hat 4 Zimmer und ein großes Gemeinschaftszimmer und ein Bad. Leider haben wir gerade kein fließend Wasser. Was bedeutet, dass wir uns über einen großen Tank duschen, das heißt, wir haben dann so eine Badeschüssel oder so eine Schüssel halt, wo wir auch mit abwaschen und genau, das heißt aber auch gleichzeitig, dass keine Toilette funktioniert, das heißt, wir haben draußen so ein kleines Plumpsklo, wo man dann halt rausgeht, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ja, man kann sich daran gewöhnen. Ja, was natürlich gut ist, dass der aktuelle Freiwillige Philipp noch bei uns ist, weil er uns sehr, sehr viel zeigen kann, wo man gewisse Dinge bekommt. Er hat uns dann auch beim Ankommen sozusagen geholfen, uns eine SIM-Karte zu besorgen, hat uns eine kleine Stadttour gegeben und ja, so sind wir erstmal gut angekommen in Kigali. Philipp hat uns auch gleich schon sein hauptsächliches Projekt vorgestellt, und zwar die Kemisigara Youth League. Das ist eine U16 Liga und das gab es sozusagen, bevor er hier war, noch nicht. Die hat er selbst komplett aufgebaut. Das sind Liga mit 8 Mannschaften und die spielen halt immer an den Wochenenden zusammen auf einem Platz, einmal Samstag, einmal Sonntag. Und dieses Projekt werden wir dann zusammen mit Hanna, das ist meine Projektpartnerin, übernehmen. Unser Projekt, was wir mit Hanna haben, ist außerdem noch das Fußballprojekt Esperance. Esperance ist ein Fußballverein, der ist direkt vielleicht 50 Meter neben unserer Wohnung und dort trainieren wir eine Mädchen- und eine Jugendmannschaft. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit beim Männertraining zu assistieren, also die spielen in der zweiten Liga, man muss dazu sagen, es gibt auch nur 2 Ligen in Ruanda, aber trotzdem spielen die einen sehr guten Fußball, haben wir schon zusammen mit dem Fußball gespielt. Die können schon wirklich sehr gut Fußball spielen, das macht auch richtig Spaß und ja, die Menschen sind hier generell sehr offen, freundlich. Genau. Außerdem werden wir an der GS Kimisagara unterrichten, und zwar für Sport und Englisch. Wir werden wahrscheinlich mit Hanna zusammen eine Klasse erstmal übernehmen für den Anfang und danach jeder eine Klasse übernehmen und den Sportunterricht werden wir dann auch dann durchführen und genau, das ist dann auch noch neben dem Fußballprojekt und neben Esperance Training dann unser drittes Projekt und dort werden wir dann tätig sein. Genau, so viel erstmal dazu. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich immer kontaktieren auf Facebook, mir ist auch auf Instagram.
aber auch über meinen YouTube-Kanal. Schreibt einfach in die Kommentare irgendwas, falls euch was interessiert oder falls ihr irgendwie wollt, dass ihr im Video über etwas ganz Besonderes mache. Deswegen, ja, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dem Video hinterlasst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.